Ahoi und herzlich willkommen zurück. Wir spielen die vierte Folge von Nightmares from the Deep, Davy Jones. Schön, dass du auch hier wieder dabei sein möchtest. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben, hier vor dem Turm der Pakte. In diesem Turm werden die ganzen geschlossenen Pakte gelagert. Und da suchen wir natürlich auch den Pakt, den unsere Tochter mit Davy Jones vereinbart hat. Ja, ich habe eine kleine Pause gemacht. Wir haben gerade gegessen und ich habe auch meinen Kaffee nachgestockt. Und jetzt können wir fröhlich weiter wimmeln. Wir gehen dahin nochmal und geben hier unser Turmpassierschein ab. Mal sehen, ob das schon reicht. Ja. Außerdem, ich habe noch mal eine Erfahrung gebracht, was wir sammeln müssen. Wir müssen Karten sammeln. Die finde ich cool über die Charaktere hier in diesem Spiel. Dann Seepferdchen. Und natürlich Puzzleteile. Puzzleteile finde ich toll. Das ergibt dann irgendwann ein Bild. Das würde ich ganz gerne dann auch schaffen irgendwie. Aber Turm der Pakte. Schaut cool aus, gell? Ja. Da ist schon das Seepferdchen. 4 von 12 haben wir schon. Gut. Ist nur so ins Auge gestochen, als wir hier reingegangen sind. Okay. An alle Schreiber. Neue Abkommen müssen nach oben in mein Büro gebracht werden, bevor sie an der Wand ausgehändigt werden. Davy Jones. Das ist ein Zeichen. Ich finde sein Logo ganz cool. Hätte ich auch ganz gern. Naja. Eine Sammelkarte. Da war also eine. Okay, da haben wir auch nochmal was zum Mitnehmen. Och, ich sehe schon wieder, ein Schieberätsel wird uns da offenbart. Ich glaube, das ist ja fast so ähnlich, aber ihr könnt es mir vorstellen und das wird schon irgendwie funktionieren. In meinem Leben habe ich schon ziemlich viele Schieberätsel geschafft. Was ist das denn? Okay. Da muss ich irgendwas in Gang setzen. Wie mir scheint. Die Schwungfedern wieder einsetzen. Schauen wir mal. Okay, es funktioniert. Wir haben wieder Strom. Man muss nicht übertreiben, aber cool war das jetzt schon. Dann gehen wir auch mal dahin. Toll. Der Codex hat den Zweck, die Pakte zu übersetzen, die alle in einer Chiffre von Davy Jones geschrieben worden sind. Was der alles schreibt, ne? Respekt. Das kann man noch nichts anfangen mit. Nee. Das war das, ne? Ja. Ja. Davy Jones Büro. Oh. Man hört einen Hafen und eine Möwe. Oder Möwen. Sehr beruhigend. Ein Buch. Na super. Dürfen wir das jetzt gleich machen? Das ist Davy Jones Büro. Es ist hier zu dunkel, um sich umzusehen. Dann gehen wir wieder. Müssen wir das gleich machen? Natürlich. Sortiere die Bücher, um auf den Umschlägen ein komplettes Labyrinth zu erhalten. Ordne dann die Farben der Schädel und Umschläge. Ach, das muss jetzt auch noch stimmen. Hä? Ja. Hä? Toll. Ich glaube, das könnte... Oh, das könnte passen. Könnte das in... Hier passen? Aha. Das haben wir erstmal geschafft. Jetzt muss Blau auf Blau, Grün auf Grün und Rot auf Rot. Das Blau. Schauen wir mal, ob wir die erstmal so ein bisschen rüberkriegen. Das ist eh Rot und das ist Grün. Das haben wir ja schon, aber naja. So, schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Ja, einer ist erstmal weg.
Das wird uns nicht viel bringen. Wir müssen erstmal rot schauen, auch dass die ein bisschen wegkommen hier, ne? Hm. Schauen wir mal, lass mal blau. Dann machen wir grün hier auch nochmal rein. Fange ich jetzt mal mit dem hier an. Und den hier runter. Und der kommt auch mal mit rein wieder. Grün wäre ganz gut, ne? Wenn grün hier da positioniert wäre. Aber ich schon mal das hier. Ein grün zumindest. Eine grüne müsste vielleicht hier landen. Das wäre ja super. Machen wir so. Nee, shit. Geht gar nicht. So, jetzt hätte ich gerne eine grüne hier. Ja, okay. Okay. So. Machen wir so. Muss ich mal überlegen. Das ist ja blau alles. Oh Gottes Willen, manchmal. So, und die rote hier. Ne, setzen wir die mal runter. Die wären ja schon mal richtig. Dann machen wir so. Ach ja, das geht ja nicht runter. Schade. Hm. Ich probiere jetzt erstmal ein bisschen aus. Den auch nochmal nach oben. Das ist immer eine grüne auch wieder hier. Die will ich mal weg haben. Dann könnte man auch mal so runterschieben. Ja. Aber ich hätte die gerne schon in diesen offenen Posten. Dann hole ich den mal wieder her. Dann den roten hier rüber, den grünen da. Blau. Den könnt ihr mal so schieben. Warum auch immer. Dann könnte ich mal nachfassen. Dann werden die roten schon mal wieder auch in einer richtigen Reihenfolge. Das untere, das ist ein bisschen bitter, finde ich. So. Es sieht sehr gut aus momentan, natürlich. Schade, dass ich jetzt den nicht runterfahren kann. Vielleicht eher so. Schauen wir mal, ob ich das irgendwie mit den Grünen managen kann. Das Blau, ne? Ich mag das gar nicht so aufgeben. Das Blöde ist nur, dass ich den nicht richtig wegkriege. Weil wenn ich das so mache, kann ich den nicht wieder runterschieben. Mache ich das doch mal so. Ja, das ist eben nicht so einfach. Ach, wollte ich gar nicht. Nur blau hier. Ja, ich hätte doch wirklich ganz gern einen grünen hier einfach drinnen. So. Es ist so, der Platz hier belegt. Unten wäre der blaue wesentlich besser. Vielleicht kann ich das irgendwie schaffen. Achso, ja, gehst ja nicht nach unten. Blöd, Mann. So. Man kann es nicht andersrum sein. Ja, ich hätte wirklich den einen ganz gern weg eben, aber das hilft mir einfach überhaupt nichts. Ja.
grün. Habe ich vielleicht eine andere Reihenfolge? Ich müsste mal schauen, dass da unten mal ein blauer reinkommt. Ja. Und in der Mitte dann halt auch einer. Es ist vielleicht gar nicht jetzt so doof, die beiden irgendwie zusammenkommen zu lassen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das Muster wirklich sich eignet. Ich muss den Grünen auf jeden Fall aufgeben, aber wie komme ich jetzt hier wieder weg? Wie kriege ich jetzt hier mal einen Blauen hier rein? Das ist jetzt mein Problem. Oh ja, das ist mein Problem. Ich muss es doch wahrscheinlich tun. Um halt die Kette alles wieder zu löschen, damit ich halt einfach mehr Möglichkeiten habe. Ich muss schauen, dass ich Rot irgendwie reinkriege und natürlich dann die Grün, Blauen unten. Das wäre natürlich ein wichtiger Bestandteil. Der dürfte jetzt sich eigentlich nie wieder bewegen. Shit. Das ist wenigstens ein blauer unten. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Und jetzt habe ich auch einen grünen hier. Das ist auch nicht schlecht. Schauen wir mal. Jetzt habe ich den hier. Ich glaube, in der Ausgangsposition ist besser. Aber wenn ich jetzt so mache, so, kriegen wir es hin. Ha, 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 ha. Mir sich freut. Shit, jetzt haben wir nur einen Codex-Teil. Nur einen. Okay, das ist, geht wirklich nur hier oben. Na gut, dann haben wir das Seepferdchen hier wohl und eine Karte sogar, ja. Haben wir eigentlich aus dem Büro ganz schön was rausgeholt. Jo, Glockenspiel. Ich glaube, jetzt können wir da was machen. So, merkt ihr das? Oh Gott. Ach so, das war nur einmal. Ja, gut. Das ist ihr Hund. Ich habe jetzt nochmal gedacht, ich muss mir das nochmal merken. Das habe ich jetzt nämlich nicht. Aber gut. Hat ja geklappt. Boah, war das wieder für ein Rätsel. It was her again. Stimmt, das war schon wieder sie. Und der Hund ist auch so süß. Das ist übrigens eine Karte. Es wird Zeit für ein Duell. Sind auch nur 10. Was ist das? Was? Ah, ein Token noch. Den nehmen wir mit. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich dieses Rätsel auch wieder gelöst habe, muss ich sagen. Mal wieder ein Sieg. Na, die Karten hätte ich wirklich ganz gern. Okay, wir dürfen was erwählen. Nadel und Faden, eine Pferdekutsche, kleines Boot, eine Eierschale, Muscheln, Murmeln, Schleife, Schwan, Apfel, Stuhl und eine Eule dürfen wir suchen und ein Huthut. Da ist die Eule. Nur ein Teil davon.
So, fertig. Von meinem Herzlichen. Sie mag Eulen ganz gern. Sie sammelt Eulen ganz gern. Das ist ein Herz auch genau in unserem Element. Eierschalen. Dann hier ist ein Sofa, ein süßes. Oder Stuhl. Hier ist ein zum Puzzle. Ich glaube, das gehört irgendwo dann dazu. Kann ich das nicht nehmen? Nee. Das wollen sie gar nicht. Oder noch nicht. Pferdekutsche. Da fehlt das Pferd dazu. Das ist hier. Romantisch. Ich habe mal einfach hingeklickt. Und eine Schleife hier. Was bist du? Eine Raupe. Die Murmeln haben wir offenbart. Hier ist der Schwan. Eine Puppe will keine, Gott sei Dank. Sind ja meistens gruselig. Schokolade liegt hier auch rum. Ja, sie hat es eilig. Sie hat die ganze Schokolade verloren. Na, dann ist es halt meins. Das war der Hut. Muschel? Nee, keine Muschel. Das ist ein Fisch. So ein kleiner Fisch, ne? Auch sehr süß. Eine Muschel finde ich jetzt aber hier nicht ganz. Ne, das ist auch keine. Dieses Karneval auch keiner. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist nur Nadel und Faden. Und wie jetzt Nadel und Faden finde ich jetzt nicht. Ich klicke natürlich überall nochmal drauf, weil ich mir gedacht habe, habe ich den nicht mehr. Aber es ist jetzt auch nicht blau. Das ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Das waren Muscheln, okay. Ich habe aber einmal schon mal draufgeklickt, soweit. Aber, nicht so, wie sie es wollten. Sie wollten das so nicht. Es musste pixelgenau wieder da sein. Aber das ist auch so ein Kissen fast eigentlich, ne? Naja. Nadel und Faden. Nadel und Faden? Ich sah eigentlich nur einen Faden, aber gut. Dann habe ich das jetzt mitgenommen. Da? Was ist das? Glühwürmchen. Sie sind zu schnell, um sie mit bloßen Händen zu fangen. Haben wir denn irgendwas? Haben wir das doch? Einen Kescher brauchen wir. Ah, wir haben doch einen Kescher gesehen. Der ist hier bei Monsieur Zwerg. Und das müssen wir wahrscheinlich reparieren. Na, da schaust du aber. Das nehme ich dir jetzt mal mit. Komm, da kommen wir auch gar nicht mehr ran. Und dann cachen wir uns die schönen Glühwürmchen. Warum auch immer, aber wir sammeln die erstmal. Glühwürmchen. Muss ich jetzt gerade an Voodoo Vince denken, da hat man das auch so. Die Glühwürmchen einsammeln müssen. Um etwas zu erleuchten. Heiliger Bimbam hieß damals die Folge. So als wäre es gestern gewesen. Ich vermisse anscheinend Voodoo Vince. Die ist komplett eingefroren hier. Glühwürmchen. Salz. Ja. Oh, schön. Da, was für ein kompliziertes Schloss. Wer immer das gefertigt hat, der liebt seine Arbeit. Aber es geht nicht. Sie sagt auch nicht. Oh. Ja, mal gucken. Scheint der Mechanismus noch nicht ganz so funktionieren zu wollen. Dass das ganz aufgeht. Ich kann nur zumachen. Oder ist das ein Mechanismus? Das weiß ich noch nicht. Was habe ich denn alles? Ich habe einen Holzbecher. Nochmal Karte. Verfügbare Aktionen. Dann saus ich mal dahin. War ich ja schon ewig lang nicht mehr. Verfügbare Aktionen. Ich würde sagen, ich würde Wasser einsammeln. Okay, Becher mit Wasser.
Halleluja. Ja, dann hier. Schauen wir mal, da kann ich ja auch immer noch ran abholen. Sie sagt bloß leider nichts. Das ist manchmal sehr irritierend. Entweder ist es noch hier ein Kartenteil. Ich sehe nichts. Hm. Kann sie pieksen. Was ist denn da? Ich glaube, oder? Da, da konnte man noch hin. Ach ja, da müssen wir auch hin. Da müssen wir auch noch hin. Ja. Das ist ein Bottich. Was ist das? Ein Alchemistensymbol. Wer immer dieses Symbol geschnitzt hat, kannte sich mit der Alchemie aus. Versuchen Sie etwas anderes. Niederstechen. Ja, ich würde erstmal sagen, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht, was wir da machen müssen. Und dann werden wir es irgendwann wissen. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge Chroniken Offline. Ich bin immer noch Davy Jones, ja, ja. The greatest treasure known to man, stowed on a secret island.